Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Im U-Ausschuss stand heute René Benko im Fokus. Und das, obwohl er gar nicht gekommen ist. Warum wollte sich der insolvente Investor nicht den Fragen der Abgeordneten stellen? Die Akte Ott zeigt die Gründe, warum der ehemalige Staatsschützer verhaftet wurde. Wen kann er mit seinen Aussagen belasten? Wir leben länger, im globalen Schnitt um mehr als 6 Jahre. Worauf ist das zurückzuführen? Das Wetter morgen wird zeitweise sonnig und warm. Der heutige Befragungstag im U-Ausschuss war ganz auf René Benko ausgerichtet. Gekommen ist er allerdings nicht. Als Begründung gab er an, dass die Vorwürfe gegen ihn zu viele seien, als dass er sich darauf hätte vorbereiten können. Stattdessen wurde ein Mann befragt, dem Opposition und Grüne vorwerfen, Benko in Steuerfragen ungebührlich unterstützt zu haben. Und zwar der frühere Finanzminister und nunmehrige FMA-Vorstandsdirektor Eduard Müller. Eduard Müller will sich im U-Ausschuss nicht filmen lassen, sehr wohl aber was klarstellen. Ich weiß, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, außer dass ich einen Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, nicht durchschaut habe. Nämlich Thomas Schmidt, seinen Ex-Chef im ÖVP-geführten Finanzministerium. Ein Finanzprüfer hatte jüngst erzählt, Schmidt und Müller, die seien wie Zwillinge aufgetreten, Einsatzgruppe für Superreiche. Müller weist das zurück, wenn er etwa für Benkos Steuersache nachgefragt habe, dann auf Geheiß von Schmidt. Ob und was da im Hintergrund lief, Urlaube, Skitouren, Versprechungen, das wusste er nicht. Ich habe mir das nicht mal vorstellen können, dass ein Beamter sich persönliche Vorteile erhofft. Opposition und Grüne sind nicht überzeugt, fordern Müllers Rückzug aus der FMA. Er ist jedenfalls der Junge, der nichts getan hat. Unserem Anspruch ist er da nicht gerecht geworden, diese Vorwürfe zu entkräften. Edi Müller sollte doch dann einmal in sich gehen und überlegen, ob das noch die richtige Position für ihn ist. Hat es im ÖVP-geführten Finanzministerium eine Sonderbehandlung für Superreiche gegeben oder war vielmehr alles super sauber? Da steht hier im U-Ausschuss oft Aussage gegen Aussage. Auffällig ist, wenn es richtig eng wird, dann wird häufig der Name Thomas Schmidt genannt. Der möchte gern Kronzeuge, der ist mittlerweile sowas wie ein Lieblingsfeind der ÖVP. Und für manche vielleicht auch eine beliebte Ausrede. Berichtet Gabi Konrad. Und der ÖVP-Fraktionsvorsitzende im KOFAG-U-Ausschuss, Andreas Hanger, ist heute zu Gast bei Marie-Claire Zimmermann in der ZIP 2 um 22 Uhr in ORF 2. Noch mehr könnte die Republik eine andere Kause erschüttern, und zwar ein Agentenskandal, der im früheren BVT im Verfassungsschutz angesiedelt ist. Im Zentrum der mittlerweile verhaftete ehemalige Mitarbeiter Egisto Ott. Aus der Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass Ott für den russischen Geheimdienst Personen in Österreich verfolgt haben soll, die Moskau lästig waren. Und das hatte für diese Personen höchst gefährliche Folgen. Sein Leben war durch Otts Spionage in Gefahr. Der Aufdeckerjournalist Christo Grosev hat lange Jahre in Wien gelebt und mit seinen Recherchen russische Staatsverbrechen aufgedeckt und die Hintergründe zum Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine vor 10 Jahren erforscht. Ott, so die 86-seitige Anordnung zu seiner Festnahme am Karfreitag, hatte den geheimen Wohnort Grosevs ausheben lassen. Wenig später ist bei Grosev eingebrochen worden, Laptop und USB-Sticks wurden gestohlen, sie landeten sowie 3 Innenministeriumshandys in russischen Händen. Mehr als ein Dutzend weitere Personen, zum Beispiel Deserteure des russischen Geheimdienstes, wurden von Ott ausgespäht. Alle diese Aktionen erfolgten ausschließlich im Interesse des russischen Nachrichtendienstes, schreibt die Staatsanwaltschaft Wien. Otts mutmaßliche Spionage hatte durchaus Wirkung, so sind die Unterstützungshandlungen des Chefinspektors Egisto Ott geeignet, das Ansehen Österreichs innerhalb der europäischen Geheimdienste und Polizeibehörden negativ zu beeinflussen und somit konkrete und vitale Interessen Österreichs negativ zu beeinträchtigen. Grosev musste die Konsequenzen ziehen und hat nach dem Einbruch Österreich verlassen. Nach Presseinformationen muss nun auch die BVT-Razzia 2018 neu bewertet werden. Es wird einer möglichen Spur nach Russland nachgegangen. Dazu ist jetzt Andreas Meyer-Bosch bei uns im Studio. Welche Aspekte dieser Razzia beim Staatsschutz sind es denn, die bei einer Neubewertung dann tatsächlich in einem anderen Licht erscheinen könnten? Also wenn die neuen Vorwürfe tatsächlich zutreffen, dann gewinnt dieser Skandal eine neue Qualität.
Bisher konnte man ja wohl meinen, zumindest hoffen, dass es sich bei dieser rechtswidrigen Razzia beim Geheimdienst um eine eklatante Fehleinschätzung der Justiz und des freiheitlichen Innenministers gehandelt habe, eine peinliche Panne eben. Wenn sich jetzt herausstellt, dass möglicherweise tatsächlich ein fremder Geheimdienst, mutmaßlich der russische, ganz gezielt einen Angriff auf die österreichische Staatssicherheit erfolgreich durchgeführt hat, mit Unterstützung österreichischer Beamter oder Ex-Beamter und möglicherweise auch noch mit tatkräftiger Unterstützung der Politik oder zumindest wohlwollend oder zur Kenntnis nehmend, ohne etwas dagegen zu tun, dann kracht es schon gewaltig. Stichwort Politik. War es also nicht ein reiner Agentenkrimi, sondern tatsächlich auch eine politische Mission und damit auch eine politische Verantwortung, die dabei eine Rolle spielt? Das ist jetzt zu klären. Also die politische Verantwortung ist natürlich derzeit noch unklarer als die des jetzt verhafteten Ex-Agenten. Die FPÖ pflegt ja traditionell gute Kontakte nach Russland und man muss schon sagen, das Innenministerium war lange, lange Zeit unter ÖVP-Führung, aber die rechtswidrige Hausdurchsuchung beim Geheimdienst hat eben unter dem freiheitlichen Innenminister Kickl stattgefunden. Und die FPÖ bestreitet ja vehement jeden Kontakt und Verantwortung in dieser Affäre. Aber jetzt ist eben zu klären, gab es seitens der FPÖ irgendeine Verstrickung in diese Affäre oder eben nicht? Wurde Kickl damals als Innenminister einfach nur schlecht beraten oder gibt es aktive Verbindungen zu diesem Spionageskandal oder gar nach Russland? Dann haben wir hier eine veritable Staatskrise wahrscheinlich. Vielen Dank, Andreas Meyer-Busch, für diese Analyse dieses Falls. Und dieser Spionageskandal hat nun auch rechtliche Folgen. Die Justizministerin kündigt eine Verschärfung der Gesetze an. Künftig soll Spionage hierzulande nicht nur dann strafbar sein, wenn sie zum Nachteil Österreichs stattfindet. Auch wenn das Ziel andere Staaten sind, soll es strafrechtliche Konsequenzen geben. Zahlreiche internationale Organisationen haben ihren Sitz in Wien. Und so gilt die Bundeshauptstadt als Tummelplatz ausländischer Agenten. Sie haben es rechtlich leicht, denn Spionage ist hierzulande nur dann strafbar, wenn sie sich gegen Österreich richtet. Nicht aber, wenn das Ziel andere Staaten oder internationale Organisationen sind. Die Justizministerin will das ändern. Österreich wird ja schon lange vorgeworfen, eine Insel der Seligen für Spionagetätigkeiten zu sein. Und es ist auch schon länger bekannt, dass es eine Lücke in Österreich gibt. Und diese Lücke, die gehört dringend geschlossen. Die ÖVP unterstützt die Verschärfung. Gleichzeitig fordert der Innenminister aber, dass Messenger-Dienste wie WhatsApp überwacht werden dürfen. Wenn von der Polizei verlangt wird, dass sie Terror abwehren und Spionage aufklären soll, dann braucht sie auch neue, moderne Möglichkeiten, wie das in anderen Ländern auch der Fall ist. Die Überwachung von Messenger-Diensten wollen die Grünen aber nicht. Also in erster Linie geht es darum, eben die Spionageaktivitäten in Österreich wirklich mal zu unterbinden. Und da fokussiere ich mich jetzt auf die Ausweitung des Paragraphen. Die Verschärfungspläne kommen aber zu spät, sagen die NEOS. Immer erst, wenn ein Skandal da ist, immer erst, wenn medial etwas da ist, dann bewegen sich ÖVP und Grüne. Die Justizministerin will jetzt rasch einen Gesetzesentwurf vorlegen und hofft, dass die Novelle noch vor dem Sommer beschlossen wird. Bundeskanzler Karl Nehammer wurde heute in Paris von Frankreichs Präsident Macron empfangen. Bei dem Gespräch ging es auch um den weiteren Ukraine-Kurs. Hier sprach sich Nehammer erneut gegen die Entsendung von Bodentruppen aus. Anders als Macron, der einen solchen Einsatz nicht ausschließt und sich innerhalb der EU vermehrt als starker Mann inszeniert. Cornelia Primosch berichtet. Dieser starke Händedruck des Gastgebers im Élysée-Palast gehört in Watte gepackt. So könnte dieses Mitbringsel aus Wien interpretiert werden. Emmanuel Macron hatte sich zuletzt beim Boxtraining ablichten lassen und will in der Ukraine-Frage mehr europäische Muskeln zeigen. Beim Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer verliert er zwar kein Wort über die mögliche Entsendung von Bodentruppen, doch er wirbt für die Stärkung der europäischen Verteidigung. Ich möchte, dass unsere beiden Länder stärker zusammenarbeiten, um die europäische Verteidigung abzusichern. Darauf geht der Bundeskanzler nicht weiter ein. Er verlangt im Ukraine-Krieg eine neue Strategie. Wir als neutrales Land versuchen immer, auf der einen Seite, das tun wir auch, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen, gerade auch in der humanitären Hilfe, in der finanziellen Hilfe, aber eben auch immer wieder danach zu trachten, dass wieder
auch mal Friede herrschen muss und hier auch eine Möglichkeit gefunden wird, dass einmal Gespräche wieder beginnen können. Das Treffen mag zwar im Ton freundlich verlaufen sein, in der Sache aber bleiben beide Seiten unnachgiebig. Frankreich will, dass Europa im Ukraine-Krieg entschlossener auftritt und sucht dafür Verbündete. Trotz französischer Charmoffensive dürfte Präsident Macron seinen Gast aus Wien jedoch nicht überzeugt haben. Die Sanktionen gegen Russland aufgrund des Überfalls auf die Ukraine stellen viele dort engagierte Firmen vor große Herausforderungen, so auch die RBI, die Raiffeisenbank International. Sie prüft seit mittlerweile 2 Jahren, wie ein Ausstieg aus den Geschäften möglich ist. Heute hat es eine Hauptversammlung der Aktionäre in Wien gegeben, aber auch da ist die Frage letztlich unbeantwortet geblieben. Während vor der Wiener Stadthalle für den Ausstieg der RBI aus Russland demonstriert wird, bleiben drinnen bei der Hauptversammlung dazu heute einige Fragen offen. Raiffeisen betont immer wieder, alle Möglichkeiten für einen Ausstieg zu prüfen. Allerdings, die RBI verdient in Russland noch immer sehr viel Geld. Geld, auf das sie derzeit nicht zugreifen kann. Ein Zugriff könnte aber über einen Trick funktionieren. Die RBI-Tochter in Russland soll Anteile am Baukonzern Strabag kaufen und dieses Aktienpaket soll dann nach Wien transferiert werden. Bisher war das nicht möglich, weil die Aktien dem sanktionierten Oligarchen Oleg Deribaska gehörten. Der hat sie jetzt aber an eine russische Firma verkauft, die nicht sanktioniert ist. Die RBI kann die Anteile jetzt also möglicherweise kaufen. Wir glauben weiterhin, nach allem, was wir auch in diesem Zeitraum an neuen Informationen bekommen haben, dass eine derartige Transaktion zulässig und möglich ist. Die RBI würde auch ohne ihr Russlandgeschäft auskommen, heißt es heute. Die Aktionäre sehen den möglichen Deal gespalten. Eine Gruppe findet diesen Deal, wie auch immer er dann letzten Endes aussieht, grundsätzlich in Ordnung. Eine weitere Gruppe sagt, man könnte so einen Deal machen, aber nicht mit diesem Personal. Und eine dritte Gruppe lehnt den Deal total ab. Ob und wann es zu diesem Deal kommt, bleibt damit weiter unklar. Das Drama um das 2-jährige Mädchen Danka hat Serbien, Österreich und viele Nachbarländer tagelang in Atem gehalten. Nun ist es traurige Gewissheit, das Mädchen ist tot. Danka wurde nicht entführt, sondern offenbar Opfer eines Autounfalls. Doch Fahrer und Beifahrer haben den Unfall nicht gemeldet und die 2-Jährige in einer Mülldeponie verscharrt. Eine Mülldeponie bei der Ortschaft Bansko Polje im Südosten Serbiens ist der Ort, wo noch am Nachmittag nach der Leiche der 2-jährigen Danka gesucht wurde. Hier verscharrten nach dem Autounfall der Lenker und sein Beifahrer das Mädchen, um ihre Tat zu verduschen. Die Tragödie geschah beim Wohnhaus der Familie, das nicht zugänglich war. Die 2-jährige Danka war nur wenige Minuten allein, weil die Mutter ihrem 3-jährigen Bruder etwas zu trinken holte. Die Eltern suchten sofort nach ihr und trafen auch auf die Täter. Keine 2 Minuten später sprach der Vater mit den beiden Insassen im Auto und fragte, ob sie das Mädchen gesehen hätten. Sie verneinten, obwohl das Mädchen im Kofferraum lag, und fuhren weiter. In der Ortschaft reagierten die Bewohner mit Abscheu auf die Tat. Das sind Monster. Andere Worte gibt es nicht. Für sie gibt es keine angemessene Strafe. Die Suchmannschaften treten in der Ortschaft und in der Umgebung praktisch jeden Stein um. Eine falsche Spur führte auch nach Wien, ehe dann der Polizei in Serbien die Aufklärung des Verbrechens gelang. Es war ein tragischer Unfall, der zum Verbrechen wurde, weil die beiden Männer versuchten, ihre Tat zu vertuschen. Dadurch haben sie das Leid der Familie vergrößert und durch den Umgang mit den sterblichen Überresten ihre Unmenschlichkeit unter Beweis gestellt. Berichtet Christian Werschütz. Weltweit steigt die Lebenserwartung, aber richtig alt werden kann man nur in wenigen Ländern. Wo, das berichten wir gleich nach den Meldungen. Die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Die Außenminister des Militärbündnisses und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben sich in Brüssel auf die gemeinsame Verteidigung gegen Russland eingeschworen. Überschattet wurde die Zeremonie vom Ukraine-Krieg und von der Sorge vor einer möglichen Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident.
Bei der Auer bleiben Bordpersonal und Geschäftsführung weiter auf Konfrontationskurs. Wegen einer Betriebsversammlung sind heute mehr als 90 Flüge ausgefallen. 8000 Passagiere waren betroffen. Die Gewerkschaft WIDA schließt weitere Streiks nicht aus. Nächste Woche wird weiter verhandelt. Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, Alexandra Föderl-Schmidt, darf ihren Doktortitel behalten. Die Universität Salzburg hat das Ergebnis der Überprüfung von Föderl-Schmidts Dissertation aus dem Jahr 1996 bekannt gegeben. Demnach sei kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten festzustellen gewesen. Föderl-Schmidt war im Februar mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert worden. In Wien-Hernals fand heute die Trauerfeier für den Mitte März verstorbenen früheren ORF-Generalintendanten Teddy Podgorski statt. Podgorski zeichnete für zahlreiche Erfolgsformate im ORF wie Universum und Seitenblicke verantwortlich und er erfand den Namen für die Zeit im Bild. Die Lebenserwartung weltweit ist seit 1990 um mehr als 6 Jahre gestiegen. 2021 lag sie bei 71,7 Jahren. Allerdings, ohne Corona wäre der Anstieg noch höher ausgefallen. Um 1,6 Lebensjahre hat die Pandemie die Lebenserwartung global gesenkt. In manchen Regionen war der Corona-Effekt besonders dramatisch. In Lateinamerika etwa ging die Lebenserwartung zu Covid-Zeiten um 3,5 Jahre zurück. In Ostasien und Ozeanien, wo es besonders strenge Maßnahmen gab, waren die Auswirkungen hingegen deutlich geringer. Und auch was die Lebenserwartung betrifft, gibt es große Unterschiede weltweit. So werden die Menschen in Japan im Schnitt mehr als 85 Jahre alt. In Österreich sind es 82 Jahre. Vor allem in weiten Teilen Afrikas ist aber die Lebenserwartung deutlich geringer. In der Zentralafrikanischen Republik leben die Menschen durchschnittlich um 30 Jahre kürzer als bei uns. Aber global gesehen ist die Lebenserwartung eben gestiegen und das lässt sich auf 2 entscheidende Faktoren zurückführen. Die Aussicht auf ein im Schnitt 6 Jahre längeres Leben als noch 1990. Dafür gibt es 2 Hauptgründe, wie die Studienautoren der Universität von Washington schreiben. Und zwar weniger Todesfälle durch Darminfektionen und durch Schlaganfälle. Dass die Menschen weltweit immer älter werden, zeichnet sich schon länger ab. In weniger entwickelten Ländern ist es etwas schwieriger, weil da natürlich die Lebensbedingungen ganz andere sind. Und deswegen haben die auch die stärkeren Gewinne in der Lebenserwartung gehabt, weil in den Ländern des globalen Südens ist die Kindersterblichkeit und die Sterblichkeit im jungen Erwachsenenalter noch viel, viel höher. Und dadurch wirkt sich der medizinische Fortschritt hier auch viel stärker aus als in wohlhabenderen Ländern. Wie lange die Lebenserwartung noch in dem Tempo ansteigt, ist offen. In den entwickelten Ländern, da sehen wir diesen Anstieg der Lebenserwartung, der ja fast linear verlaufen ist, über mehr als 100 Jahre, eben schon sehr lange. Da ist die jüngste Beobachtung, dass dieser Anstieg anscheinend abzuflachen beginnt. Wie alt ein Mensch in Zukunft werden kann, kann niemand vorhersagen. Anders etwa die Dauer einer Intendanz. Jene der Salzburger Festspiele wurde heute bekannt gegeben. Intendant der Festspiele bleibt Markus Hinterhäuser. 8 Personen aus dem In- und Ausland haben sich insgesamt beworben. Der Vertrag von Hinterhäuser wird bis 2031 verlängert, also um 5 Jahre. Die Gründe: der bisherige künstlerische Erfolg und die hohe Auslastung des Festivals. Der Festspielbezirk wird in den kommenden Jahren um mehrere 100 Millionen Euro saniert und ausgebaut. Hinterhäuser soll in dieser Zeit für Kontinuität sorgen. Die Verlängerung der Ära Hinterhäuser in Salzburg, also in Graz bei der Diagonale, beginnt heute Abend eine neue Ära unter neuer Leitung. Eröffnet wird die Diagonale mit Ruth Beckermanns Dokumentarfilm Favoriten. Insgesamt ist die Diagonale eine Leistungsschau des österreichischen Films. Wie vielfältig der österreichische Film ist, das zeigt auch die Diagonale 2024. Für uns stellt sich natürlich auch die Frage, was ist das Österreichische am österreichischen Film? Bis zu einem gewissen Grad geht es uns natürlich auch darum, das zu hinterfragen und da die Grenzen auch etwas auszudehnen. Er redet die ganze Zeit. In der ORF-mitfinanzierten Doku-Favoriten gibt Regisseurin Ruth Beckermann Einblick in eine Volksschulklasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Alle 25 Schüler und Schülerinnen haben Migrationshintergrund. Favoriten ist der diesjährige Eröffnungsfilm. Ja, das ist sehr aufregend. Ich meine, Berlin war schon aufregend. Aber Heimspiel ist noch einmal was anderes. Der gebürtige Wiener Lukas Miku nimmt an seinem heutigen Geburtstag für seine langjährige Karriere gleich die erste Auszeichnung der Diagonale entgegen: den großen Diagonale-Schauspielpreis.
Also ein paar Opfer wirst du ja wohl noch bereit sein zu bringen für die Kunst. Der Preis bedeutet mir sehr, sehr viel, weil er nicht einer einzelnen Rolle gilt, sondern einem ganzen Weg, der jetzt auch schon über 30 Jahre andauert. Bis Dienstag sind in Graz 195 Filme zu sehen. Markus Watzak hat gleich die Wetteraussichten für Sie. Schönen Abend noch, bis morgen. Auf Wiedersehen.